Hallo und herzlich willkommen zurück bei Founders Fortune. Oh. So. Ah, genau. Wir waren am Bauen und ja. Für euch war ja gestern, für mich ist ja schon wieder 2-3 Tage her. Also 7. Und joa. Lass mal gucken, was wir da so haben. Ich mach mal ein Spiel für mich ein bisschen lauter. Oh, dann kann man auch die Vögel hören. Das ist schön. Die Vögelchen, die zwitschern. Ah, oh, schön. So, wir waren ja hier am genau. Da haben wir ja auch. Und ja, ich entsinne mich. So. Genau, wir wollten Steine sammeln. Damit irgendjemand hier... Oh, letzter Tag des Frühlings. Dann hier... stopp, Pause. Du, Konrad, Erdbeeren ernten. Jan, du bitte auch Erdbeeren ernten. Nix hier hingehen und entspannen. Erdbeere ernten. Yep. Weil die Tomaten machen es tatsächlich noch ein Stückchen länger mit. So, hierhin erntet. Okay, Konrad ist nicht der Premium-Ernter. So, hierhin ernten. Machen, tun. Die Erdbeeren müssen noch weg. Korrekt, damit sind die Erdbeeren auch mal weggeerntet. Sehr gut. Ah, so gefällt uns das. So gefällt uns das. Ja, hervorragend. So. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie? Warum? Warum sind die so doof? Ja. Oh Gott. Warum nur? Ja, der musste jetzt investiert werden. Das hilft jetzt nichts, ne? Tut mir sehr leid, Franziska. Bau das mal auf, bitte. Ich hoffe, du gehst jetzt da von da. Ach, Gary ist schon dabei. Sehr gut. Gary. Ach, Gary. So. Und wir wollten unsere Waffenkammer erweitern. Wenn ich das noch richtig im... Ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber jetzt brauchen wir erstmal die 195 Steine für... Genau. Genau dafür. So. Außerdem brauchen wir noch... Weißt du, das ist ja schon schön, dass die da ist, aber ich glaube, die Tür muss da weg. Ich glaube, die Türe muss dann da irgendwann weg. So. Eisenerz und Holz. Ja, das nutzen wir. Immer nur einer. So. Ah. Ja, so, Forschung haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Wir gucken mal eben. Forschung. Und ich glaube, der braucht hier nicht mehr viele und da auch nur noch ein bisschen. Ja. Und wir sollten genug haben. Ausreichend. Entschuldigung, ausreichend sollten wir haben. Da laufen sie und stürmen sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, da sehe ich. Oh, es ist Sommer. Sehr schön. So. Wo ist denn der Jan? So, ich möchte, dass der Jan Weizen sät. Wo ist er denn? Ah, der ist schon dran. Okay. Ja, Konrad kümmert sich um die Tiere, sehr gut. Aber irgendwie geht der auch nicht weiter, ne? Hier 36 von 100, das ist jetzt nicht. Ah! Naja, gut. So, da ist der Gary. Was macht der Gary jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich den Gary jetzt zum Handwerker gemacht oder nicht? Oder. Ja, Spiel, danke. Ah, der Bergarbeiter, okay. Der war ja, glaube ich, Bergarbeiter und der wird jetzt weiterhin. Okay. Aber Gary, die Frage ist, warum hältst du die Leute von der Arbeit ab? Und Gary, wo ist dein Haus? Gary? Oh, Gary. Oh, sehr gut. Da ist Garys Haus, das heißt, wir können... Zack, hier. Nein, so, doch, ja, oh, okay. Wir können Garys Bett hier hinstellen.
Und dann können wir Gary ein zweites Bett bauen lassen. So hierhin. Und dann braucht der Gary natürlich. Natürlich braucht der Gary dann hier Kiste, ne? Hier. Ja, Ansehen, Händler, danke, Jan. Händler handeln. So. Hat den Tresor schon jemand gebaut? Ja, ist schon gebaut. Sehr gut. Wieder eine Etage tiefer. So, wo ist jetzt dem. Wo ist jetzt dem Gary denn sein Haus, dem da? So, hier, da ist dem Gary sein Haus. So, der Gary braucht auf alle Fälle, braucht der Gary hier Tisch, ne? Gary braucht hier Tisch. Hier, so. Tisch braucht der Gary und dann braucht der Gary hier Sitzmobiliar. Da braucht ihr hier diesen Sitzmobiliar. Hier, 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 hier und hier. Ja, und dann braucht der Gary so einen coolen Schrank. Wir nehmen diesen coolen Schrank. So. Und dann braucht der Gary noch so einen coolen Schrank. Wir bauen den dahin. Und dann braucht der Gary bei Arbeit, braucht er das hier. Und okay, dann hat es der endlich hier hingeschafft. Kapitänsanzug. Kapitänssiegel. Siegel sagt er schon. Säbel. Piratenkleidung. Hier. Wie viel können wir? Okay. 6 Stück können wir. Handel abschließen. Sehr gut. So. Und dann hat der. Oh, der Gary hat sowas schon. Das gehört dem auch schon. Hat der denn hier auswählen? Oh, der hat einfache Bergarbeiterkleidung an. Okay. Na gut, dann. Wenn der dem schon anhat, dann. Nein, hier. Sitzmobiliar, weil der möchte ja einen Sessel. Dieser Gary. Dieser Gary möchte einen Sessel. Und dieser Reitri möchte, dass dieser Gary einen Sessel hat. So. Und dann brauchen wir hier noch ein Tischchen. Hier diesen kleinen Tisch brauchen wir. Wir nehmen. Wir machen mal so. Passt das so? Gefällt uns das so oder brauchen wir den so? Weiß nicht. Ich würde sagen, wir stellen den mal so. Ja. So ist, glaube ich, gut. Und dann brauchen wir natürlich noch Dekoration. Aber für Dekoration bräuchten wir... Nein, das wollen wir nicht. Das heißt, wir brauchen hier wieder Lager. Wo sind denn die? Da sind sie. So, einmal hier und einmal hier. Und dann braucht... Dann hat der Gary hier seine Vase, die hier hinkommt. Und dann braucht der Gary natürlich noch einen Blumentopf. Gary, welchen Blumentopf möchtest du? Ich glaube, der Gary möchte so einen kleinen blauen Blumentopf. Oder nein, der möchte einen roten Blumentopf. Ja, roter Blumentopf läuft. Den will der dahin. Und dann brauchen wir hier nochmal Lager. Aber dann brauchen wir hier diese wunderschönen kleinen Nachtkästchen. Einmal hier und einmal hier hin. Dann ist hier die Pflanze. Sehr gut. Und dann hat der Gary eigentlich alles, was der Gary braucht, oder? Nee, der Gary braucht noch einen Teppich. Teppich? Ach so, hier Teppich, mein Gott. Der Mann guckt wieder Ding, ne, hier. Der Gary braucht hier dies noch. Dann eigentlich hier. Eigentlich braucht der Gary das dann auch noch. Mindestens. So, und dann sind wir eigentlich langsam an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, ja, wir wollen auch oben Fenster haben. Denn wenn wir oben Fenster haben, dann können wir oben genau diese wunderschönen Blumenkästen hier, der hat zum Beispiel oben schon Fenster. Da können wir dann hier auf Dekoration gehen und dann können wir sagen, hier können wir, wenn wir können, dann können wir. Und dann können wir sagen, hier, der hat zum Beispiel roten Teppich, dann kriegt er zum Beispiel rote Außenpflanzkästen, hier so, ne? Drehen wir das mal und dann hat er da auch noch und dann zack und zack. Hat er da auch? Nein, hat er nicht. Das ist sehr schade, aber wir können die hin tun und dann können wir sagen, hier der
hier so und so, ne? Und auf der anderen Seite natürlich auch. So. Hervorragend. Und dann können wir da einen reingehen und können sagen, hier, der braucht natürlich auch noch. Sowas braucht er noch. Und im Schlafzimmer braucht er die in, ja, ich würde sagen, Schlafzimmer in Blau. Ne? Und da im Esszimmer können wir der rote hinhängen. Das ist noch hübsch. Und dann können wir da nochmal nach unten gehen und können sagen, hier, ja, obwohl das ist eigentlich ja nur Speisekammer und in der Speisekammer, da wollen wir die gar nicht so krass haben. Da wollen wir, weiß ich, so vielleicht. Also hier könnte man, ich weiß, bin unentschlossen. Da hängen wir einfach nur sowas hin, zack, zack. Ja, hier im schönen Wohnraum, da muss dann natürlich sowas hin, zack, da drehen wir. Hier, ja, das ist ja prestigeträchtig. Ja, und hier sollte man die Fenster ja auch aufmachen können, also kann man da sowas hinhängen. Und dann für außen, der hat oben rote, dann kriegt er unten auch rote. So, hier und hier. Ja, ich würde sagen, hier und hier auch noch. Und dann sollte das eigentlich einigermaßen cool aussehen und passen, ne? Würde ich jetzt mal so. Oh, das ist natürlich auch ultra hübsch, ne? Da wurde irgendwem ein Wunsch, glaube ich, erfüllt. Da kann man nicht, weil es belegt. Ja, egal. Aber dann hat der. Ich glaube, das ist dem Jan sein Haus, dann hat er das schon mal hübsch. So, mach mal ein bisschen zackiger. Ja, doch, das sieht doch an sich ganz hübsch. Das kann man machen. Warum auch? So. Schön. Doch, dem gefällt mir. So. Okay, da ist einfach der Wunsch weg. Gut, dann können wir die Steine auch für was anderes hernehmen. Auch in Ordnung. So. Ah. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wo ist denn zum Beispiel der Gary? Der Gary quatscht mit der Jasmin. Die Jasmin soll aber nicht quatschen. Die Jasmin soll Steine abbauen. So, apropos Steine abbauen. Wo ist der Christoph? Der Christoph ist Eisen abbauen. Ja, so wie er soll. Und der Gary hat keinen Bock zu arbeiten, oder was? Gary, ich hab dich gefragt, ob du Bock hast. Geh schuften. Verdammte Axt. Wahnsinn, was ist denn mit denen los? Ha! Ich weiß auch nicht, warum die Kühe immer wieder weniger werden. Ich hab keine Ahnung. Wir haben ja hier unten zum Glück noch eine kleine Herde, die wir uns einverleiben können, würde ich jetzt fast sagen. So. Brauche Kristalle für Forschung. Hans. Hier sind Kristalle. Sammle Kristalle. Go. Da gammelt der irgendwo in der Gegend rum. Schick, ne? Ganz, ganz schick. Ja, sieht nicht besonders hübsch aus. Aber hey. Ziska. Hardcore-Bauer. So muss das. So lobe ich mir das. Da ist der Jan schön am Hin- und Herfetzen. Ja, so, wie gesagt, so lobe ich mir das. So mag ich das. Wenn hier alle am Werkeln sind und am Arbeiten. Ne, Gary zwischendrin noch ein Nickerchen hält, weil, hey, warum zur Hölle soll ich irgendwas abbauen? Ja, was kümmert mich der... was kümmert mich das? Macht die Jasmin. Keine Ahnung, die Jasmin verdient zu wenig Geld. Die Jasmin möchte jetzt auch Geld verdienen. Jasmin, hier 2 Münzen haben. Yep. Wie sieht's denn hier aus? Der verdient genug. Mhm. Ausreichend. Ja, der will einen mehr. Mhm. Mal haben. Wie sieht's hier aus? Oh, die möchte jetzt auch 2 haben.
Ja, dann soll sie doch 2 bekommen. Sie bekommt 2, reicht ihr aber nicht, oder? Nein, reicht ihr nicht. Halt doch, reicht ihr. So, 2 sind okay. Ich möchte 2 am Tag. 2. Ja. Yep. Konrad hat noch nichts und Gary hat auch noch nichts zu wollen. So sieht's aus. Hm. Gary, du hast nichts zu wollen. So, dala. Da ist unsere hervorragende Waffenkammer, die langsam ein kleines bisschen zu eng wird. Ich glaube nämlich, der Gary hat zwar das, aber das andere nicht, ne? Konrad hat beides. Gary hat das hier noch nicht. Nee, nicht Konrad wegnehmen. Quatsch. Hier in Besitz nehmen, genau. So. Und dann kann man hier vielleicht mal... haben wir gar keine mehr. Verdammt, haben wir irgendwann mal... Haben wir wohl irgendwann mal, ne? Und so, wem gehört denn das? Der Jasmin. Hat die Jasmin kein... Krankheit. Patricia. Patricia, kannst dich selbst heilen. Versuch das mal bitte. Langsamer. Komm. Heile dich. Und? Jawohl, Behandlung erfolgreich. So muss das. Sehr gut. Warum hat die Jasmin kein... Die hat das auch nicht dabei. Was kann die Jasmin denn? Hier so soldatentechnisch. Soldatentechnisch kann die jetzt auch Metallschwerter, die Jasmin. Also... Aha! Weil wenn die Metallschwerter kann, ne, dann würde ich sagen, hier direkt so ein Kapitänssäbel. Hier gibt ja ordentlich Bums, ne? Hier, zack. Hängt drauf, ne? Hängt drauf, genau. So. Okay. Die hat nur... nur einen Piratensäbel. Kapitänssäbel, hin damit. Auch. Nein. Ich glaube nämlich, sie können fast alle Metallwaffen, bis auf die beiden. Die können, glaube ich, nur Holz momentan. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gucken mal, wo ist denn der Gary? Hier ist der Gary. Gary, zack. Soldat, du kannst Holzschwert, jawohl. Und der Konrad kann auf Soldat. Er kann sogar schon Steinschwert, aber ich glaube, wir haben kein Steinschwert. Ich glaube, das ist so eine Ding, die haben wir mal ausgelassen. Yo. Haben wir, genau. So, jetzt ist natürlich die Frage. Konrad. Bist du hier schwer beschäftigt oder könnten das auch ohne dich kriegen, ne? Hier, Konrad. Konrad! Trainiere mal für den Kampf. Ja, sehr gut. Sehr gut, da ist der Hans am Abbauen. Auch sehr gut. So, wir machen mal wieder ein bisschen flockiger. Dann laufen sie da. Aha! Und da schlägt er mit seiner Gießkanne, haut der da einen raus. Ja, das ist ja der Wahnsinn. So, dann haben wir die Schneiderei. Wir werden hier 2 Gambesons anfertigen. Jawohl. Aber der macht einen Schutz von 15. Okay. Dunk, dunk, dunk. Da hat sich wieder was beschwert. Da ist wieder irgendwem ein Wunsch erfüllt. Ach, das sind aber auch Töne hier, ne? So. Ja, ja, ist schon recht. Konrad! 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 Hau rein. Was hat denn der Gary für Probleme? Möchte Level 2 als Bergarbeiter und möchte Schiff. Ja, das ist okay. Aber Gary, wenn du irgendworin besser werden möchtest, dann musst du auch was tun. Boah, wo bist du schon wieder? Weil du am Verhungern bist. Boah, Jasmin, dann hör doch bitte auf und geh essen. Okay, die will nicht essen gehen. Die will da unten sitzen und verhungern. Wie eine Irre. Hier ist was vom Lagerfeuer. Bitte, lauf. Wahnsinn. Das sind Arbeiter.
Auf einmal. So. Was hast du denn sonst noch? Du möchtest... Okay. Yep. Hey, Gary will... Der will... Die will... Mhm. Ja. Yep. Okay. Yep. Yep. Okay, so sind zwei Leute, die Party wollen. Ah, ich weiß ja nicht. Konrad will keine Party. Konrad will Schiffsbau entdecken. Ja. Und Gary will auch Schiffsbau entdecken. Alle wollen Schiffsbau entdecken. Hans! Ja, ist okay. War klar, dass die, wenn die am Verhungern war, dass die dann heute einen Faulen macht. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. So, bist du jetzt gestiegen? Du bist gestiegen, das heißt, du kriegst Metallschwerter. Oh, du kannst mittlere Rüstung? Was ist denn mittlere Rüstung? Ich weiß gar nicht. Hans, Arm gebrochen. Hans, wo bist du? Zack, Hans, komm her. Hans, schiene deinen Arm. Komm. Go, Hans! Auf geht's! Komm schon. Und Hans, wird's der Hans schaffen, seinen Arm zu schienen? Das und weitere Fragen? Ha! Jetzt sofort. Also, Hans hat's geschafft. Da geht's los, alles ist schön. Essen wird mehr, Stein wird mehr, Holz wird weniger, Eisen wird mehr, alles ist gut. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann hier die Mauer vollenden. Ja, weil die Mauer muss her, die muss nicht weg, die muss her. Und dann werden wir hier noch ein bisschen gucken, ob wir da ein bisschen was hinkriegen und hier. Und natürlich müssen wir noch drauf warten, bis endlich der Schiffsbau erforscht ist. Also es gibt noch jede Menge zu tun. Aber ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und tschüss.